Wow. Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Das verstehe ich nicht. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen warten. Vielleicht bewegt sich die Wache ja mal. Ich kann mir nur vorstellen, dass sich die Wache mal bewegt. Also es ist. A fragile looking door. I can easily break through it. Wir haben ja sonst nichts. Wow. Ach, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Meine Güte. Ich wollte gucken, ob der sich da irgendwie durchrollen kann. Auch. Ob das geht. Mal, die Wache scheint sich ja nicht zu bewegen. This is it, Randall Wayne. This is it. This is it, Randall Wayne. This is it. I can easily break through it. Ah. Stay near the door, you bastard. Batsch. Ah, genau so. Haha. Jetzt bin ich erstmal auf die Idee gekommen. My backpack. All my stuff's inside. So. Gut, dann können wir jetzt weiter spazieren. Wow. Probably not even 18. I think it's a woman, right? You look dirty, sweetheart. This is procedure. A shower is always procedure. They'll catch me in seconds if I break the grid now. Okay. Jetzt können wir das Gitter aber zerbrechen, wenn sie weg sind. Okay. Was haben wir hier noch liegen? Ein Teil von Stellas zerfetztem Pulli. Holding out for a hero. Take off your clothes. We have to decontaminate you. I'm fine. I'm clean. I promise. I'm sure of that. More importantly, you're a pretty girl. But we have to be sure that you aren't going to bite us. The shower will help us to be sure. Take off your clothes. Oh, please! We'll do it the hard way if that's how you want it. Flash! Zack! Here, get dressed. What? How did you find me? People who make noise stir up a lot of attention. Hurry up. We need to get out of here. Wayne, what happened to us? Where's Sam and Ben? They're all dead, Stella. But they said this was somewhere safe. That they'd put us in quarantine. That Seattle... You've just seen it with your own eyes. Seattle is dead. That blood in your saliva is the only real thing we have left, Stella. Now, have you seen my wife and daughter? Shannon? Lydia? No, Randall. But they have people trapped all over. They could be here somewhere. Come on, let's go. We've got to find them and leave this place. Auf jeden Fall sollten wir von hier verschwinden. Quick, Stella. We need to get out of here. We'd better turn off the power if we want to move on. Let's go. Und wie schalten wir den Strom ab? What was your favorite baseball team? The Black Sox? Shut up, dumbass. All the sellouts from that team are dead, just like the others. Ah. Zack. I need help. Hilf Stella an der Wand hochzuklettern, indem du im richtigen Moment E oder... Don't worry, I'm here. So. Wir helfen dir schon. Now, let's go. Ja. Komm schon. Muss ich auch noch immer daran denken, die hochzuziehen. Mach das Tor auf. Die kann sich da durchquetschen, wir nicht. Von der anderen Seite, da kommen wir hoch. Oh, aua, 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 aua. Ich wollte mal ein bisschen brutzeln. Okay, aber das haben wir jetzt hinter uns. Ich muss da wirklich ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Wasch.
Na komm. Komm schon hoch mit dir. Und jetzt macht das Tor auf wieder. Wir müssen da auch durch, sonst können wir hier niemanden retten. Ja, ich werde versuchen rüber zu springen. Ich glaube, das muss reichen als Anlauf. So, komm jetzt mit. Ja, Strom abschalten mache ich. Dazu muss ich erstmal hier durch. Und jetzt kann ich hier das Ding abschalten. So, komm durch. Stella, wir müssen hier hoch. Wow. Was haben wir da? Der Ordner Arcadia-Protokoll enthält die Fluchtpläne der Militärbasis. Außerdem einen alternativen Fluchtplan mit Hilfe eines an Dock C angelegten irgendwas. Schiff oder was? Ich glaube, ich muss hier runter und das Tor wieder öffnen. The power generator. If I turn this off, all hell will break loose. Das könnte mit Sicherheit spaßig werden. Wir haben nur eine Steinschleuder. Super. Wow. Heieiei. Da kommen die ganzen Infizierten rein. Wow, bam. Ach, sehr schön. Auf einmal haben wir Pistole und alles. Wow. Run, Stella, run. Wow. Ich bin auch tot. Stella wurde gekillt und wir wurden auch gekillt. Da kommt ein Soldat, was? Ey. Okay. Gut. Ich dachte, den kann ich erschießen. Aber die schießen so schnell. Ich glaube, das ist keine gute Idee, die zu erschießen. So. Stella, komm hoch. So. Mist, los. Wie komme ich denn da rüber? Ach so, ich muss klettern. Au! Na, das ging ja jetzt aber. Okay. Heieiei. Dann müssen wir uns wohl langsamer abseilen. Run! Was? So, komm jetzt hoch. Komm hoch. Zack. Was hat der? Munition. Nicht schlecht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier oben durch. Zombie. Batsch. Was hat der? 4 Munition. So. Dann holen wir uns mal ein bisschen. Was? Ah, da. Wow. So. Gut, ach, die kümmern sich um die Zombies da hinten. Ach nein, der hat uns schon wieder erwischt hier. Da waren wir ein bisschen zu schnell. Da sind wir ein bisschen zu schnell vorgerannt. Och nee, müssen wir wieder ganz vom Anfang. Das finde ich ein bisschen blöd. Also da hätten sie ruhig einen Speicherpunkt mehr machen können. Zumal wir jetzt doch einiges schon geschafft hatten. Ach, Mann, ich wollte schießen. Und das hat zu lange gedauert. Okay. Der sagt Hands up und in der Zeit müssen wir schon schießen. Ah, es hat anscheinend ein bisschen gebraucht diesmal, ehe er seine Waffe gezogen hat. Zack, komm hoch. Don't worry, I'm here.
Zack. Hands up, Intruder. So. Nein! Ach, verdammt. Die haben uns zeitgleich gekillt. Hätte ich ein bisschen schneller schießen müssen. Mann, das ist gar nicht so leicht. Und dann nur dieser eine Speicherpunkt hier. Das finde ich gar nicht mal schön. So, komm hoch jetzt. Komm, komm, komm. Kommt der nächste Soldat. Zack. Weggeballert die Sau. Zack, jawohl. Sehr schön. So, können wir hier noch was einsammeln? Noch mehr Muni, noch 4 Stück. Okay, hier müsste es jetzt speichern, theoretisch. Fände ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist hier ein anderer Zombie, vorhin war dann ein dickerer. So, Stella. Ja, ich bemühe mich. Wow. Oh. Ja, ja, ja. Komm schon, lass mich rein. Wow. Boah. Boah, die scheiß Viecher. Boah. Was jetzt? So. Das machen wir zu. Was machen wir hiermit? Was haben wir da? Außer den fremden Namen lautet Robot. Robert irgendwas. Wow. Nein, nein. Nein, nein, nein. Jawohl. Nein, das gibt's doch nicht. Oh je, jetzt habe ich verschissen. Jetzt habe ich verschissen. Jetzt habe ich richtig verschissen. Na toll. Jetzt habe ich verschissen. Jetzt, das kann ich gar nicht mehr schaffen. Das sind zu viele. Jetzt sterbe ich gleich. Ich kann hier das nicht mehr... Ja, 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 das war klar. Das ist ja jetzt... Das ganze Haus ist ja jetzt voller hier dieser Mistviecher. Dieser Drecksscheiße. Und jetzt müssen wir bestimmt wieder vom ganz Anfang anfangen. Nein, wow. Ah, okay. Einfach gerade nach oben springen. Sehr gut. Oh, was hat denn der bei sich? Ah, Schrotflinte, auch nicht schlecht. Hat er noch was? Nee, ne? Wow. Wow, zack. Und wieder zumachen. So, da ist Della. Wow, hau ab! We're gonna die, Randall. We're going
Nein, wir dien nicht hier. Niemand died. Niemand died, solange ich da bin. So. It's locked. We're going to die, Randall. My family is still in there somewhere. I know it. I don't want to be a monster. Don't let me become a monster, Randall. Don't. Stop. No. What are you doing? Kill me. No. Kill me. I can't. You have to. You no. have to. Never. Kill me. Damit, was war das für eine Erinnerung? Ah, Randall von früher. Einen der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Komm schon, geh auf. What's happening, sweetheart? What's happening, Daddy? Taunted Love. Errungenschaft. Oh, oh, I don't wanna be a monster. I don't want us to become that. Only two shells. Kill me! Kill us! I love you! Path. Kill me! Kill me! No! Don't you get it? You have a choice. We all do. Choices that define us. Choices that tell us who we are. You can't give up. You can't make that choice. It goes nowhere. Choose to be strong for Carla. Choose to be strong for Sam. For Ben. Choose to fight, Stella, no matter what. Choose to live. I should have died with you that day, my daughter. But I didn't. I couldn't bear it. I put it out of my mind, like it never happened. Buried the memory so deep, even I couldn't find it. I made a different choice this time, Shannon. A choice I can live with. I'm ready. Wow. Hat er damals also seine Frau und seine Tochter umgebracht, oder wie? Du hast den Albtraummodus freigeschaltet. Weiter. Okay, und jetzt hat er eine andere Wahl im Prinzip. Jetzt will er kämpfen. Jetzt entscheidet er sich für das Leben. Ach, und das war Deadlight. Ja, so schnell geht das Spiel zu Ende. Deadlight, a game by Tequila Works. Und er ist am... Was hat er jetzt gemacht? Ist es, er wollte doch seine Tochter und seine Frau suchen, oder? Shannon, oder wie die hießen? Ah, die hat er ja damals umgebracht gehabt. Das war wohl eine Wahrheit, die er verdrängt hat anscheinend. Weil sie damals schon sterben wollten. Das fiel ihm jetzt ein. Und ist er jetzt gestorben deshalb? Weil er hat sie ja weggeschickt. Ich glaube, er hat sie jetzt weggeschickt, so als Wiedergutmachung, dass er nicht den gleichen Fehler machen kann, wie damals irgendjemanden umzubringen, sondern dass man sich fürs Leben entscheiden soll. Einfach kämpfen, denn das Leben ist es auf jeden Fall wert. Er hat sie weggeschickt und hat sich jetzt selber anscheinend den Monstern gestellt, zu kämpfen, sie etwas aufzuhalten, aber ich nehme an, dabei wird er umgekommen sein. Weil er ist ja nicht mit aufs Boot. Okay, also ein Spiel, was auf jeden Fall Gedankenfreiraum lässt. Und ich fand es richtig schön, war mal was anderes auf jeden Fall. Nicht diese ganzen 3D-Spiele und sonst was. Das hier war richtig gut. Schöne gruselige Atmosphäre, schöne düstere Atmosphäre, schöne Story auch mit dran.
Und auf jeden Fall richtig gut. Auch wenn es hier so ein Jump'n'Run war, von links nach rechts im Prinzip oder von rechts nach links. Ich weiß nicht genau, wie man die jetzt nennt. Das sind Jump'n'Runs, ne? War das Spiel richtig gut. Richtig mit Tiefsinn, mit Gefühlen. Ein Spiel, was ich auf jeden Fall wieder spielen würde. Und wir haben jetzt sogar den Albtraummodus freigeschaltet. Also ich habe ja ganz normal auf normal gespielt. Aber ich glaube nicht, dass der Albtraummodus was für mich sein wird. Höchstens offscreen, wie gesagt. Aber für Let's Plays ist sowas einfach nicht geeignet dann. Es sei denn, man ist der übelste Pro-Gamer. Gut, ja, hat mir auf jeden Fall viel Freude bereitet, das Spiel. Und ich fand es richtig klasse, richtig schön. Würde mich auch interessieren, wie ihr das Spiel so fandet und was ihr denkt, was ist mit Randall jetzt passiert? Hat er sich jetzt selber umgebracht? Hat er gekämpft? Oder was meint ihr, ist jetzt im Nachhinein passiert? Dass wir so ein bisschen mal drüber philosophieren, was genau der Sinn des Spiels ist, was passiert sein kann im Nachhinein. Einfach, um ein bisschen Diskussion reinzubringen. Weil sowas ist doch immer schön, wenn man da die verschiedenen Ansichtsweisen hören kann und alle analysieren kann. Es kann doch so weitergegangen sein oder so. Das erweitert die Story im Prinzip nur um einiges mehr, finde ich. Auf jeden Fall fand ich es richtig klasse. So, ja, das heißt im Prinzip, demnächst ist wieder Zeit für ein neues Projekt oder für ein älteres Projekt, was wieder weitergehen kann. Wir hatten da ja noch ein paar Projekte offen zur Zeit. Weiß nicht genau, was ich da jetzt weitermachen werde. Ich lasse auf jeden Fall erst einmal die Credits hier vorbeiziehen und wir können uns noch ein bisschen von der Musik berieseln lassen und währenddessen schon nachdenken, was passiert sein kann im Nachhinein, wie die Story so verlaufen ist. Und ja, ich sage dann bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu und bleibt wie ihr seid, dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Bis dahin, ich verabschiede mich schon mal. Euer Kelturio. Und ich denke, die Credits werden jetzt auch gleich vorbei sein.